Willkommen zum Homehive-Tutorial. Wir sind nach wie vor im 14-Tages-Rhythmus. Heute ist der 5. Juli und eigentlich war gestern Tag 14 bei dem Bienenvolk. Macht aber nichts, man kann ja immer 1, 2, 3 Tage schieben, vorwärts und rückwärts. Und was wir heute machen, ist eine total normale Volkskontrolle. Und wie ihr seht, habe ich die Bienen wieder hier als Waschmaschine genommen, dass die geschleuderten Honigreste, das Entdeckungswachs, alle freischlecken können. Der Anton macht es heute, in der Zeit, wo ich das Volk durcharbeitet. Guckt dann der Anton hier rein, dass wir die Bienen rauskriegen. Das geht wie immer durch Klopfen und mit der Zeit. Hier glaube ich ein bisschen warten. Auch viele Bienchen auf dem Boden. Achtung, pass auf, dass wir da nicht Bienen erwischen. Den kommt mal darüber. Oh, okay, also die Honigräume sind ja ordentlich schwer geworden schon wieder. Eine Honigernte gab es ja bereits. Und ich glaube, da kann man bald die zweite Honigernte machen. Allerdings erst, wenn die nächste Tracht reinkommt. Die Linde ist jetzt bei uns verblüht. Und in der Sekunde kommt gerade nicht mehr allzu viel rein. Ich warte jeden Tag auf einen Waldeintrag. Und erst wenn die Bienen Spätracht oder Waldhonig reinbringen, dann kann ich wieder meinen Lindenhonig hier abernten. Und so lange bleibt der Honigraum natürlich drauf, weil wir sonst einfach Gefahr laufen, dass das Bienenvolk das Futter verliert. Und wir wollen sie ja nicht künstlich füttern, sondern die dürfen ja ihren Honig in der Saison aufessen. Und hoffentlich bleibt für mich wieder was übrig. So, wo haben wir das Gestell? Da. Das letzte Mal habe ich ja tatsächlich hier in die Mitte von der Brut nochmal diese Oberträger reingelegt, in der Hoffnung, dass die Bienen das nochmal komplett ausbauen. Das werden wir jetzt heute genau sehen, ob sie es getan haben, und falls nicht, dann hängen wir die Waben wieder an die Außenseiten hin, weil so eine Wabe sollte natürlich nicht mitten im Brutkern drin sein, da wollen wir nur die voll ausgebauten haben. Ja, aber das sieht aus, wie wenn die echt noch gut im Bautrieb hier sind. Mit der Varroa muss man dann langsam auch aufpassen, weil so die ersten Anzeichen, die sind dann schon erkennbar hier. Zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ich hoffe, man sieht es auf der Kamera dann nachher drauf. Hier haben wir eine Puppe, die offen ist. Die sollte eigentlich verschlossen sein. Und wenn die Bienen das öffnen, dann ist das immer irgendeine Brutkrankheit, wo die Bienen genauer wissen wollen, was da eigentlich Sache ist. Und wenn ich mir die erste Wabe hier genauer anschaue, dann würde ich sagen, machen wir da mal kurz die Bienenrunde und gucken das mal genauer an. Ja, also wir stehen hier wirklich kurz vor der Varroa-Behandlung. Das kann man hier wirklich an so ein paar Punkte einfach erkennen. Also gerne auch näher kommen, wenn du da reingucken möchtest. Ich habe hier gerade noch einen Besucher da. Also wir sehen hier zum Beispiel schon mal die Ausfallraten von der Brut. Das passiert immer dann, wenn die Biene der Meinung ist, dass die Brut nicht ganz in Ordnung ist. Dann wird der Deckel aufgerissen und genauer geguckt, was da Sache ist. Und das tue ich natürlich auch. Da haben wir jetzt die Wachsmotte drin. Und Wachsmotten sind nicht schlimm, aber das da hier, ne? Das ist auch nicht von der Wachsmotte, das ist im Regelfall die Varroamilbe. Varroamilbe sehe ich keine mehr, hat die Biene einen guten Job getan. Aber jedes Mal, wenn da eben diese Lücken offen sind,
gucke ich da schon genauer rein. Ist aber jetzt noch kein Grund zur Sorge. Das Volk ist noch stark genug. Ansonsten ist das Brutnest hier auch noch wirklich 1A. Und jetzt kommt das, was ich vorhin meinte. Seht ihr, die Bienen haben das nicht geschafft, die Wabe komplett auszubauen. Zudem haben sie hier in die Mitte eben die Drohnen angesetzt und hatten da gar keine Lust nochmal auf Bienenbrut. Ist natürlich jetzt sehr gut, weil tatsächlich ist diese Drohnenwabe hier beeiert. Das heißt, da werden dann die Drohnen rausschlüpfen und die werde ich natürlich in dem Fall nicht schlüpfen lassen, sondern die sind einfach Rohrfänger. Und wenn ich dieses Bienenvolk in 14 Tagen wieder durchsehe, dann haben die mir hier nochmal eine ganze Drohnenwabe gegeben, wo ich rausschneiden kann und somit den Varroa-Druck, ohne die Bienen mit Säure zu ärgern, kann ich den Varroa-Druck so rausnehmen. So, und das hier sieht eigentlich auch alles klasse aus. Die Waben werden jetzt auch wirklich alt, wie man hier sieht. Das kommt dann alles mit dem Varroa-Bekämpfungskonzept zusammen, dass wir da auch die alten Waben dann aus den Bienen rausnehmen. Das ist eine Kombi-Variante. Und hier, also das ganze Bienenvolk ist wunderbar in Ordnung. Milben haben sie definitiv drin. Aber ansonsten hier alles ganz toll. Königin suchen brauche ich heute nicht, weil der Punkt ist ja A schon drauf und B haben wir die Eier gesehen. Wenn ich Eier sehe, weiß ich ja auch automatisch, dass die Königin an Bord ist. Und mehr gibt es hier tatsächlich nicht mehr zu tun. Dann können wir alles wieder zusammenbauen. Und in 14 Tagen dann nochmal gucken und die Drohnenbrut rausnehmen. Mit kleinen Puffwolken könnt ihr eure Bienen immer lenken. Also große Stoßwolken sind immer dafür da, dass wenn Tiere euch angreifen, dass ihr sie dann dadurch wieder zurückdrängen könnt. Und kleinere Puffwolken sind sehr ergiebig, um eure Bienen in die richtige Richtung zu lenken. Machen wir jetzt noch die Propolisränder weg. Propolisränder entfernen ist auch relativ wichtig, weil sonst hat man immer Gefahr, dass man die Bienen dann einquetscht, wenn man wieder die Räume oben drauf setzt. So, Honigraum 1. Stellen wir erstmal quer auf, weil da sind jetzt in der Zwischenzeit wieder Bienen reingegangen. Und die wollen wir nicht quetschen. Hier zum Beispiel wäre es eine Quetschzone. Bienen, die hier oben sitzen, da kann nichts passieren. Aber jede Biene, die sozusagen hier auf der Leiste sitzt, die wäre dann danach eine Papierbiene. Und da macht man sich natürlich besonders Mühe, dass man keine erwischt. Und dann schauen wir doch mal kurz hier die Naturwabe an, was die gerade für einen Status hat. Das sieht doch von der Seite schon mal super aus. Wie schaut es hier aus? Nicht so toll. Da werden sie jetzt entweder noch mal weiter fressen. Oder aber auch weiter füllen, je nachdem, was die Natur uns jetzt noch bringt an Nektarflow. Und ihr seht, ich mache mir immer Mühe, diese ganzen Kanten hier rauszunehmen, weil auch diese Kanten sind einfach erhebliche Quetschgefahren für eure Bienen. Wenn was runterfliegt, kann man mit dem Stockmeißel kurz antippen und dann hängt es an der Kante. Und dann schauen wir noch mal da oben. Da gucke ich jetzt für euch nur rein aus reiner Neugier, damit ihr es auf Band dann auch seht, wie diese Honigwaben dann aussehen. Also der untere Raum war deutlich leichter wie der obere. Das liegt einfach am Fressverhalten.
Bei dem Home-Hive-System ist es halt so, dass wenn die Bienen Hunger haben, dass in der ersten Sekunde über dem Brutraum, also hier ist ja der Brutraum, und wenn die Bienen jetzt nichts mehr so wirklich reinbringen, dann fressen sie halt erstmal hier den Bogen raus. Und das ist genau hier bei der unteren Kiste passiert. Und der Abstand sozusagen nach oben ist dann nochmal gegeben. Das heißt, hier oben haben wir eben dieses Fressverhalten nicht. Da ist nämlich noch alles drin. Und reif ist der Honig hier auch noch nicht. Das heißt, wir haben hier noch alle Zeit der Welt. Ich schlüpfe noch mal eine Wabe für euch, dass ihr es nochmal seht. Also sowas hier ernte ich nicht ab. Da kann man jetzt auch sehen, dass der Honig, wo hier jetzt drin ist, wirklich erst von letzten Tagen reinkam. Ich bin erstaunt, weil normalerweise ist hier nach der Linde Schluss. Aber dieses Jahr scheinen tatsächlich so viele Leppertrachten da reinzukommen, dass sich es in der Masse dann doch wieder summiert mit einem Sommerblütenhonig. Und schauen wir mal, ob in 14 Tagen schon der richtige Nektarflow vom Waldhonig oder von der Spättracht anfängt. Und frühestens dann würde ich hier ernten. So. Jetzt gucken wir mal, ob der Anton schon fertig ist mit den Honigräumen. Beziehungsweise mit den Futterräumen, wenn wir da ausschlecken lassen wollen. Wo ist er denn? Ne, ist noch nicht so weit. Okay, aber ihr habt es jetzt gesehen, also die Räume, wo wir jetzt gerade eben runtergenommen haben, die kommen jetzt gerade wieder drauf von der letzten Honigschleuderung. Und dann schlecken die Bienen das gerade wieder aus. Und ein paar Tage später nehme ich sie wieder weg. Und das ist so ein, ja, ein Non-Stop-Prozess bei dem Bienenvolk. Wir stehen ja auch direkt sozusagen vor dem Schleuderraum, also sprich, wenn hier Waben frisch geschleudert werden und noch honigfeucht sind, dann kommen die immer hier auf dieses Bienenvolk drauf, einfach nur, damit die Tiere das wegschlecken und wieder sauber machen. Und dann kann man die Waben natürlich auch wieder einlagern. So, und von der Statistik hat dieses Bienenvolk die volle Punktzahl bekommen. Wir haben jetzt Juli, Drohnenbrutschnitt gab es nicht. Aber ein Plus im Verhalten, gestochen haben sie mich nicht. Die Gesundheit, für die viele Bienenmassen waren die wenigen aufgebissenen Zellen absolut noch okay. Also es ist auch ein Pluspunkt, Entwicklung war auch ein Pluspunkt. Im Bautrieb möchte ich keinen Pluspunkt geben, weil ein Pluspunkt wäre gewesen, hätten sie mir jetzt nochmal die ganze Wabe, die ich in die Mitte gesteckt habe, runtergezogen. Haben sie nicht gewollt, deswegen gibt es das. Also läuft als Nullposten durch, Minus war es auch nicht, weil gebaut haben sie ja. Schwarmtrieb lässt sich nicht mehr bewerten. Propolis ist jetzt ein Minus, weil eigentlich alles ab Juli habe ich schon andere Völker, die da oben alles vollklatschen mit Propolis. Und das wird natürlich als Pluspunkt bewertet. Jetzt bei dem Volk, das ist, wie man hier sieht, da war ja nur Wachsbrücken und ganz unten an der Leiste, also sprich hier, wo ich aufgebrochen habe, war hier ein bisschen Propolis, aber nicht genügend für einen Pluspunkt. Das heißt Propolis minus, aber Honig bekommen sie wieder ein dickes Plus, weil das haben sie echt gut gemacht. Hier zwei Kisten, ziemlich voll. Und in 14 Tagen geht es dann mit dem Volk hier wieder weiter. Ciao, bis zum nächsten Video.